Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Auf der Gamescom 2023 hatte ich die Möglichkeit, diese gesamte B-Haptics-Suit auszuprobieren. Also den Tech-Suit X40, dann die Tech-Gloves und den Tech-Visor. Das ganze Set kostet ungefähr $1000 und ich konnte da eine Demo spielen, wo man verschiedene Sachen berührt, wo man Charaktere umarmt und schießt und so. Und da werde ich euch eine kleine Szene zeigen, die ich da aufgenommen habe und am Schluss ein Fazit. Vielen Dank an meine Sponsoren Voodoo's VR, auch an Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Chapter 1. Take delivery. Oh, ho, ho. Geil. Was muss ich jetzt machen? Ah, okay. Hey, geil, man fühlt das alles. Super. Wunderbar. Ich kann die ganzen Knöpfe hier fühlen, tatsächlich. Sehr cool. Oh. Geil, fühlt sich gut an. Sehr gut. Was soll ich machen? Clench your wrist. Squeeze. Ja. Ah. Nice. Ah. Fühlt sich gut an, super. Point and pinch the object with your palm. Oh. Geil. Das fühlt sich ja super an. Geil. Super. Make gloves. Battle drone. Oh. Komm. Wow. No. No! Geil! Fühlt sich gut an. You can do a high five, handshake. Haha! Geil! Move up and down, move up and down. And if you handshake, you can move your hand up and down. Yeah. Na. Oder die Finger? Ja, jetzt merke ich das tatsächlich nur in dem Finger. Abgefahren. Ja, das ist ja krass. Das ist ja krass. Unfassbar. Ha! Also das ist ja schon echt cool. Oh. Oh, oh mein Gott. Nice. That's cool. That's it. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen was gesehen. Das war jetzt wieder, wie gesagt, auf der Gamescom relativ spontan und deswegen konnte ich das also nur so over the shoulder aufnehmen. Ja, ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was sehen. Und ja, also ich hab ja diese B-Haptics-Weste noch bei mir zu Hause und ja, also vom Feeling her ist das kein Unterschied, muss ich sagen. Aber die haben,
das schon ein bisschen überarbeitet. Zum Beispiel hier an der Seite diese Schlaufen, ne, die, das ist wesentlich besser anzuziehen, das geht viel einfacher, kannst du dann auch alleine machen und so. Das ist schon was anderes, ja. Ich finde, der sieht auch ein bisschen schicker aus, ja, auf jeden Fall. Und ja, fühlt sich halt schon gut an und ist ja doch schon mit einigen Dingen kompatibel. Der TechSuit X40, ja, das ist eine tolle Sache. $500 kostet es allerdings, ne? Das muss euch klar sein, ja. Aber schon interessante Sache, auf jeden Fall. Dann haben wir die Tagged Gloves. Die seht ihr, die haben hier oben dann auch so wirklich an jedem Finger diese Punkte. Und das wird auch wirklich genau gescannt. Ich habe ja versucht, mit diesem virtuellen Charakter dann zum Beispiel diesen kleinen Finger mit zu berühren. Und dann wird auch, dann fühlst du das auch nur an diesem kleinen Finger. Oder wenn du zwei Finger machst oder sonst irgendwas. Ne? Das ist schon echt cool gemacht. Und da fühlst du das halt. Auch wenn du irgendwas so zusammendrückst, fühlst du das genau an den richtigen Fingern. Richtig cool gemacht. Und das ist allerdings noch im Developer-Kit. Ne? Also hier steht auch, für Nicht-Entwickler wird das nicht unbedingt empfohlen, weil das muss ja auch supported werden. Also ihr müsst dann euren Kram selber damit basteln. $300 kostet ein Paar. So, und dann habe ich noch den Taktweiser, der war auch da mit drin. Ja, und dann fühlst du halt hier die Vibrationen an der entsprechenden Stelle am Kopf, wenn da irgendwas passiert und so. Und ja, das hat schon, dieses gesamte Kit ist dann schon wirklich immersiv. Vor allem fand ich geil, als dann dieser Charakter, als ich den Charakter so umarmt habe später. Und dann hast du wirklich an deinem ganzen Körper das Gefühl, wenn du so mit dem Kopf gegengekommen bist oder wenn du dann die Schulter berührt hast, hast du es an den Händen gefühlt und dem seine Hände hast du dann auf dem Rücken gefühlt. Also das ist schon echt cool, ne? Aber natürlich das gesamte Set, da bist du bei knapp $1000. Das muss man schon beachten, wenn ihr sowas mal haben wollt. Aber es bockt halt. Ne? Und wenn ihr alles darüber erfahren wollt, hier seht ihr dann die Kompatibilität, ne? Konsolen, PC, VR, was hier alles supported ist. Hier sind dann hier Alex, das habe ich ja sogar schon gezeigt mit der älteren Version. Ne? Und ja, dann kannst du halt gucken, was supported wird am PC halt auch. Ne? Du kannst ja auch zum Beispiel einfach ein PC-Spiel damit zocken und trotzdem alles spüren. Ne? Und hier an die Konsolen auch. Ja, da hast du die PlayStation. Ja, müsst ihr überlegen. Ich fand es wirklich sehr schön. Ich habe das jetzt allerdings nicht stundenlang ausprobiert, ne? Aber das, was ich gesehen habe, hat Spaß gemacht. Ja, $1000. Muss man überlegen. Ich persönlich, ich habe gar nicht so viel Zeit und Bock, das jetzt alles überall ausprobieren. Also deswegen würde ich privat nicht so viel Geld dafür ausgeben. Aber wenn das euer Hobby ist und wenn ihr mal richtig die coolste Technik haben wollt, why not? Könnt ihr bestellen, wie gesagt, unter dem Video ist der Link dazu. Danke fürs Zuschauen, gebt mir einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Voodoo.de